Seit Jahrzehnten ist der Besitz von Cannabis in Deutschland strafbar. Und trotzdem sind es 4 Millionen Menschen, die in diesem Land Cannabis regelmäßig konsumieren. Kurz gesagt, die Prohibition ist gescheitert. Dazu gehört auch, dass diese 4 Millionen Menschen gezwungen sind, auf dem Schwarzmarkt sich das Cannabis zu besorgen. Das führt dazu, dass das Cannabis oft sehr verunreinigt ist. Und zu der Gesundheitsgefahr durch das Cannabis selber kommt noch die zusätzliche, unnötige Gesundheitsgefahr durch diese Verunreinigung. Hinzu kommt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sehr mit der Verfolgung dieses Besitzes belastet sind. Diese Ressourcen würde man besser aufwenden für die Verfolgung von Einbruchsdiebstahl und Ähnlichem. Deshalb fordern wir als FDP eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen in Apotheken und ähnlichen Geschäften. Auf die Weise würden wir auch eine Menge Geld noch einnehmen. Das Geld würden wir gerne ausgeben für Prävention und Therapie. Leider ist es so, dass die CDU dies blockiert. Auch heute gerade im Ausschuss wurde ein entsprechender Antrag von uns abgelehnt. Wir kämpfen weiter für vernünftige Drogenpolitik.